Moin! Wir sind hier in der Kammer 20. Das ist eine alte Matrosenkammer und wie ihr seht, hier ist auf jeden Fall Baustelle. Hier gab es vor ein paar Jahren Wasserschaden und wie das dazu gekommen ist, erzähle ich euch gleich. Ja, also vor 2-3 Jahren gab es hier, wie gesagt, einen Wasserschaden. Der wurde leider lange nicht bemerkt, weil die Kammer nicht bewohnt wurde. Dann sieht man hier unten die Heizungsrohre und da gab es halt einen kleinen Riss und es ist über mehrere Jahre halt das Wasser dann unter den Estrich gelaufen. Und ja, der Estrich hat sich jetzt hochgewölbt, weil die Unterschicht, also diese hier, das ist ein Metalldeck und der Rost hat den Estrich nach oben gedrückt und so konnte sich immer mehr Wasser sammeln. Und dann wurde es irgendwann bemerkt, weil der Boden eine richtig schöne Welle gemacht hat. Hier am Rande neben den Heizungsrohren, die auch richtig schön warm sind, wie ich gerade merke, ist eigentlich so eine Art Wasserkanal. Der war immer frei, damit Wasser, was durch Kondens oder so sich hier an der Außenwand bildet, nach draußen über Abläufe ablaufen kann. Oder halt, wenn man einen Rohrbruch hat, weil ein Schiff, das bewegt sich halt viel, sowas passiert mal, da beugt man halt direkt vor mit diesem Wasserkanal. Das hat leider nicht mehr funktioniert, weil Anfang der 80er Jahre ist das Vordeck hier am Rande durchgerostet und man dachte sich, okay, unser Schiff wird eh nur noch 5 Jahre auf dem Fang sein, also reparieren wir das mal mit Estrich. Dann haben sie in diesen Wasserkanal Estrich reingekippt und somit ja, jede Möglichkeit für das Wasser verschlossen nach außen auszutreten. Und deswegen haben wir überhaupt erst dieses Problem. Um die bisherigen Arbeitsschritte mal zusammenzufassen, ja, wir haben natürlich festgestellt, dass der Boden hier hochgekommen ist, dann haben wir geschaut, woran kann es liegen, sind auf das Wasser gekommen, dann wurde die Kabine soweit erstmal entkernt, also hier sind eigentlich überall noch Einbauten, Möbel und so weiter, die sind jetzt eine Kammer weiter ins sogenannte Kurzzeitlager gewandert, ja, dann wurde der Estrich hochgenommen, der Boden vorher rausgerissen und jetzt wird quasi als nächstes die Schiffsdecke an den Stellen, wo so kleine Löcher mittlerweile reingerostet sind, großflächig ausgeschnitten, neue Bleche eingeschweißt, dann kommt frischer Estrich wieder drüber und dann wird versucht, irgendwie zeitgenössischen PVC-Boden zu bekommen im gleichen Muster wie in den anderen Kabinen. Ja, dann kommen wir hierzu, zu den Löchern in der Wand, weil es sich so auch langsam hochgezogen hat. Das hier ist Dekor, das ist kein Echtholz. Das ist auf einer ganz dünnen, auf einem dünnen Trägermaterial aufgeleimt. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass es natürlich dieses Dekor von damals nicht mehr gibt. Wir möchten das aber trotzdem gerne zeitgenössisch irgendwie wiederherstellen und jetzt sind wir gerade in Kontakt mit verschiedenen Herstellern, um halt herauszufinden, wer uns noch etwas in dieser Art anbieten kann. Genau, die werden dann extra für uns einzeln angefertigt. Es ist nicht viel, aber trotzdem, naja, es wird bestimmt einiges kosten. Genau, dann werden die Möbel soweit halt hier wieder reingebaut und wir versuchen halt alles wieder zu verwenden, was irgendwie noch gut ist und nicht weggegangen ist.